Hallöchen, ich möchte dir ein kleines Oktober-Update geben und verzeih mir bitte, wenn ich jetzt nicht so optimal heute aussehe. Ich bin gerade durch intensive Prozesse durch und ernähre mich nicht so optimal und die Minimalisierung ist echt krass, aber dazu mehr später. Ich möchte dich auf vier Sachen hinweisen, die jetzt gerade aktuell sind. Und zwar habe ich im letzten Jahr eine Jahreszyklusserie gemacht, wo ich über jeden Monat gesprochen habe, über seine Qualität und was die uns zu sagen hat. Und da ich bei YouTube die Videos nicht nochmal hochladen kann, möchte ich dich einfach darauf hinweisen und verlinke hier oben mal die Playlist. Da kannst du mal in den Oktober schauen, was da gerade so angesagt ist. Beziehungsweise auch vielleicht mal in deinen Geburtsmonat schauen, was da so für eine Qualität irgendwie drin steckt. Jetzt im Oktober, der Herbst ist im vollen Gange, ja, die Bäume verlieren ihre Blätter. Es geht ganz viel ums Loslassen, um auf das Wesentliche zu schauen, nach innen zu gehen. Ja? Das sind jetzt nur so ein paar Stichworte. In dem Oktober-Video erzähle ich mehr davon. Ich habe da mit einem Buch zusammen das rausgearbeitet, das blende ich dir hier mal ein und verlinke es dir unten in der Infobox und dann kannst du selber auch schauen, falls dich sowas interessiert. Genau, das Zweite, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass im Oktober wir für das Fasten-Retreat, was im November vom 11. bis 18. stattfindet, jetzt gerade den Frühbucherpreis haben. Das heißt, du kannst 80 Euro sparen, wenn du dich jetzt anmeldest, bis zum 15. Das Fasten-Retreat geht 8 Tage und davon sind 3 Fastentage und 3 Aufbautage und 2 Entlastungstage. Du kannst da Wasserfasten, Saftfasten, ich werde Trockenfasten, falls du es auch mal ausprobieren möchtest. Ich mache das ja im Moment einmal die Woche einen Tag und da gibt es auch nochmal bald ein Video zu. Und dort würde ich es mal wieder länger machen. Und ja, wir werden meditieren, wir werden in die Stille gehen, wir werden raus in die Natur gehen. Wir haben ein großes, schönes Haus mit ganz viel Platz, wo jeder sich zurückziehen kann. Wir haben aber auch einen kuscheligen Kamin, wo man abends dann schöne Abende verbringen kann. Und es wird ganz viel Input geben zum Thema Ernährung. Tobias wird uns was erzählen über das Fasten. Ja, du kannst all deine Fragen stellen. Und wenn du da Lust hast, das in einer Gruppe zu machen, dann ja, nehmen wir dich gerne mit. Das ist in Hessen, irgendwo auf dem Land, wo wir dann ganz für uns sind. Genau, und jetzt bis zum 15. Oktober, wie gesagt, kannst du dich zum vergünstigsten Preis anmelden. Ja, das Dritte, viele wissen es schon, mein Selbstliebe-Schnupperkurs ist jetzt seit ungefähr einem Monat oder anderthalb Monaten, ein guter Monat online. Ich freue mich über die rege Beteiligung und das schöne Feedback dafür und habe ja angekündigt, dass jetzt im Oktober der 30-Tage-Intensivkurs kommt, wo auch einige schon drauf warten, das weiß ich. Und ja, durch diese ganzen vielen Prozesse, also ich habe die Minimalisierung echt unterschätzt, das Loslassen, das fordert einiges von mir ab und deswegen kann es sein, dass ich das nicht schaffen werde jetzt im Oktober und musste ich leider auf November vertrösten. Weil ich komme nicht hinterher und ich merke, ich möchte es gern in Ruhe machen und einen richtig schönen Start da irgendwie hinlegen, dass der wirklich rund ist und ich den mit einem guten Gefühl rausgeben kann und jetzt nicht so schnell irgendwie fertig machen will, nur weil ich gesagt habe, dass er Ende Oktober rauskommt. Also bitte habt da ein bisschen Verständnis für mich und dafür wird er dann umso runder und wohlfühliger und ja, genau, kannst dich auf jeden Fall darauf freuen. Ich bin wirklich sehr stolz darauf und auch, also ich fühle mich damit sehr wohl. Es ist richtig rund, eine runde Sache und ja, wenn du da Lust hast, dann tiefer einzusteigen in den Selbstliebe-Prozess, dann ist der Kurs auf jeden Fall genau das Richtige für dich.
Und jetzt als letztes zeige ich dir nochmal den aktuellen Stand meiner Wohnung. Ich sitze hier gerade in meiner Küche auf meinem bequemen Sofa und das ist auch die einzige gemütliche Ecke, die ich hier noch habe. Ja, hier sozusagen kann ich noch schön sitzen. Ringsherum ist schon alles ganz leer. Das wird in ein paar Tagen abgeholt. Hier standen, falls du dich erinnerst, ganz viele Kisten, die ich mitnehmen oder die ich jetzt mitgenommen habe. Es sind mehr geworden, als ich dachte, aber darüber erzähle ich dir dann in dem Minimalisierungsvideo mehr, wie das alles kam. Hier die Kammer, ich blende dir auch mal ein Foto ein, war von oben bis unten hin voll mit Regalen und Dingen. Dann habe ich hier das ehemalige Schlafzimmer, was auch, hier standen die Möbel drin, die sind jetzt weg. Hier vorne habe ich so mein Lager und hier so die Klamotten, gerade noch ein bisschen unordentlich, weil das gestern alles ein bisschen viel war mit dem Raussortieren. Ja, Sommer- und Wintersachen, je nachdem, wo ich dann hinreise und bin gerade. Hier brauche ich ja noch die Wintersachen. Dann hier der Flur, auch, das ist jetzt eine Pappkiste, die das Schränkchen ersetzt. Auch alles schon weg. Hier sind die Sachen, das sind noch von Freunden, die schon, also die Besitzer haben, die da noch zurückgehen. Die Garderobe, die hier war, ist weg und die Bildchen und sowas. Und das einzige volle Zimmer ist noch das Verschenke- und Vertrödelzimmer. Da mache ich auch in ein paar Tagen nochmal eine Aktion. Kannst auch gern vorbeikommen, wenn du in der Nähe von Leipzig bist oder aus Leipzig kommst. Und alle Infos in der Infobox und hier das Badezimmer, Waschmaschine weg, Schränkchen weg, Kommode und ja, alles ganz blitzeblank. So, das war mein kleiner Ausblick, Einblick in das aktuelle Geschehen und ich freue mich über Kommentare von dir und wie es dir gerade so geht, was dich beschäftigt, bewegt, schreib das gerne unten rein. Und ja, bald gibt es das nächste Video. Ich freue mich, wenn du wieder reinschaust. Alles Liebe dir. Ciao.